So, wir zeigen euch jetzt mal die Bremsenmontage. Vorab entferne ich auf beiden Seiten diese Schrauben und ich spanne mir den Schuh in meine Bindung ein und den Skiroller stelle ich entweder auf einer festen Untergrund oder ich spanne eben wie hier gesehen im Schraubstock ein. Dann setze ich die Bremse auf die beiden Räder hinten auf. Schau ungefähr von seitlich und von hinten rein, ob der Winkel passt. Als nächstes nehme ich mir einen Markierstift und markiere hier auf beiden Seiten die Löcher. So, anschließend nehme ich die Bremse ab. Und nehme meinen vorbereiteten Akkuschrauber mit einem 2,5 großen Bohrer und bohre mir jetzt die beiden markierten Stellen an. Auf beiden Seiten, so leicht ungefähr 2-3 mm einbohren. So, anschließend nehme ich meine Bremse. Setze sie wieder auf die beiden Räder auf, nehme meine beiden Schrauben mit einem 2,5 mm großen Imbus setze die Schrauben an. Beiden Seiten gleichmäßig. Jetzt drehe ich hier die beiden Schrauben in die Löcher rein. Ich muss hier darauf achten, dass ich beide Seiten rechts und links gleichmäßig anziehe, sodass die Bremse hinten schön in der Mitte über beiden Reifen sitzt. Das ist hier ganz wichtig zu beachten. So, nachdem ich dann beide Seiten fest angeschraubt habe, nehme ich mir hier einen 8er Maulschlüssel und ziehe hier außen die beiden Muttern rechts und links fest und halte hier mit dem Imbus hingegen. Somit ist die Bremse jetzt fest montiert. Der Verschluss wird dann bei der Trainingseinheit um den Schuh herum gemacht. Hier oben habe ich noch, kann ich jederzeit öffnen und kann mir hier den Winkel der Bremse je nach Wade anpassen und hiermit kann ich mir auch den Bremspunkt festlegen. Das heißt, wann die Bremse quasi zum Eingriff kommt.